ab. Okay, das ist halt witzig. Ja, wie ist denn das jetzt hier? Kann ich das jetzt aufmachen oder was? Ja, du, der Stuhl leuchtet fall, ne? Ist ja klar. Was ist denn da unten? Den kriegen wir nicht auf. Ah, Schrotflintenpatronen. Sehr geil. Immer schön mitnehmen. Und zwar alles. Die Mucke, ey. La, 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 la. So. Haben wir denn jetzt hier... Ah. Ich guck's direkt an. Ja gut, der etwas verpackte Tisch. Ah, ja, okay. Wiederholt sich alles ein bisschen. Guck mal, ein Safe Room. Kleine Neuromed-Kapsel. Bauplan. Speichere Daten. Ja, cool. Weiter geht's. Was ist denn hier nicht los? Ein Cartoon. Oh, das ist wieder Roadrunner. Oder? Warte mal, können wir das irgendwie ein bisschen besser sehen? Ich glaube, es wiederholt sich gerade. Oh Mann. Ja gut, wir haben den Rest ja gerade gesehen. Aber was mich interessieren würde... nee, halt, falsche Richtung. Wir müssen hier einmal komplett raus. Dann. Na, jetzt. Und zwar will ich mal eben zu dem Safe Room nochmal zurück und gucken, ob da ein anderer Cartoon läuft. Das würde mich jetzt hart interessieren. Weil wenn ja... Dann gucken wir uns die einfach mal alle an. Wenn wir schon da sind, ne? Wenn wir schon die Möglichkeit haben. Jawohl, da läuft halt echt ein anderer. A kleiner Horse. Ohne rausfallen. Die Musik dazu ist halt echt. Ah, okay. Jetzt fängt es wieder von vorne an. Okay. Haben die, also die haben jetzt anscheinend in jedem Safe Room einen anderen, Das sehe ich gar nicht. Ja, damit. Sehe ich nicht ein. So. Aber jetzt. Gehen wir mal weiter. Suche weiter nach Victor. Gesucht. Scheiße, Tor. Warum ist hier alles abgesperrt? Als die Roboter anfingen, Menschen anzugreifen, wurde der Notfallmodus aktiviert. Anlage 3826 ist im Lockdown. Das gilt auch für den inneren Sektor. Und wie soll ich dann die Tür hier öffnen? Sie hat ein elektromagnetisches Schloss. Also muss ich es mit einem elektromagnetischen Impulscode schließen.
Okay, und wie? Dein Handschuh kann mit einem EMP erzeugenden Schockmodul aus... Oh. Hier stimmt was nicht. Oh, Scheiße! Gut, dass wir da vorher drin waren. Ist ja geil, wir haben es einfach gespeichert. Oh, sind wir gut. So. Hoch mit dir, Soldat. Oh. Gut, noch ein bisschen mehr. Alles okay? Mir geht's gut. Wie viele Finger? Ah, 4. Prima, dann steh auf. Ich brauch dich. Wer sind die? Sie brachten dich her. Drück auf diese Wunde. Sie haben dich gerettet. Und wer bist du? Doktor. Und dein Name? Keine Zeit für Smalltalk. Ach, verdammt. Pinzette. Ja. Her damit. Was macht das denn hier? Warum brauchst du so lang? Was? Du hast eine Neuropolymerkapsel? Brauchen wir nicht. Also, wie heißt du, Doc? Larissa, und du stellst eine Menge Fragen. Weißt du was? Das schaffst du auch allein. Wo gehst du hin? Es ist sinnlos. Uns fehlt die Ausrüstung. Ich hab die Ausrüstung. Okay. Damit lässt sich was anfangen. Wie hast du das gemacht? Du stellst eine Menge Fragen. Runter! What the fuck? Jetzt geht's ab. Oh mein Gott! Wie cool ist das denn? Oh, verdammt! Vorsicht vor dem Strafe! Drecksack. Haben wir dich zerlegt, ne? Abgeschaltet. Charles, wohin führt der Schacht, in den Larissa gekrochen ist? Schwer zu sagen. Im Lüftungssystem sind überall Verzweigungen. Na gut, darum kümmere ich mich später. Alter, wie geil das inszeniert war und wie gut der Roboter aussah. Mit diesem Gesicht. Das ist so, es ist so ein geiles Ding, wenn du das Gesicht siehst und es geht so, es ist genial. Erinnert mich ein bisschen an Five Nights at Freddy's Sister Location. Das ist sehr geil. So. Ja. Was ist das für ein schräges Ding an der Tür? Ein Schloss. Ist das dein Ernst? Dann öffne es. Na los, wir haben es eilig. Ich kann dir nicht helfen. Ich verfüge über keine Fähigkeiten in Schlösser knacken. Schlösser musst du selber knacken. Das wirst du schon hinkriegen. Na, es hat funktioniert. Ich glaube, muss mal ganz kurz zurück. Ja. Und zwar, ich glaube, Boris Brecher hat einen Remix. Ah ja, einen Remix gemacht, ja schon. Also hat einen Track zu dem Spiel gemacht. Ich glaube, das. Ein Wiegenlied? Das gefällt mir nicht. Charles, was ist hinter der Tür? Das ist die Stimme von Nora. Sie ist ein sehr gefährlicher Gegner. Freizeit. Verdammte Kacke, was ist das für ein Scheiß? Oh, was für ein Hengst. Von euch Nachschusspingel. Lass mich dich ans Bett fesseln, Liebchen. What? Nicht wehren, Schätzchen. Oh, das wird dir gefallen. Lass dir nicht die Arme fesseln. Ich versuch's ja. Ich bin für Vorschläge offen. Bring mich schnell zu ihrem Sensormanipulator. Das gefällt mir. Rebellische, dominante Männer machen mich scharf. Oh, und wie ich dich scharf machen werde. Lass mich nur an dich ran. Du Tier. Ich mach es ja auf die harte Tour. Du machst mich so an. Naja, ich komme nicht ran. Alter, was ist ich versuche es los? Doch, verdammte Scheiße. Aber sie ist echt da. Ganz zu Diensten, Schätzchen. Alles für meinen Herrn und Meister. Was kann ich für dich tun? Bald wirst du weitere Fähigkeiten erhalten können, aber wähle fürs Erste Schock.
Das ist also unser Fähigkeitbaum jetzt. Die völlig... völlig gestörte. Dein Handschuh kann eine elektromagnetische Entladung auf Gegner abschießen und ihnen dadurch elektrischen Schaden zufügen. Roboter sind besonders anfällig gegen Elektrizität. Geil, ey. Oh, dieser Kontrast immer, das ist der Wahnsinn. Guck dir dieses Video an. Wogeb. Oder wie auch immer das ausgesprochen wird. Kann kein Russisch. Ein Bösewicht versucht einzudringen. Doch der Junge mit dem elektromagnetischen Handschuh schockte den bösen Mann. Und er war gegrillt und schlug zurück. Und die Kiste fiel, als er auf das Ding schoss. Hehe, du hast verfehlt, Bam tot. Oh mein Gott. Yay! Geil! Installation. Ist das geil, ey. Wie könnte ich da widerstehen? Ich zeige dir, was ich kann. Rein beruflich natürlich. Ich habe es gesehen. Vielen Dank auch. Schöne Scheiße. Ich bin hier, um dir zu helfen, deine dicken, heißen Wummen zu verbessern. Und glaub mir, mein Hübscher, alles lässt sich verbessern. Waffen sind nützlich. Öffne das entsprechende Fenster, Major. Lass doch den Handschuh, mein Hübscher. Den brauchst du nicht mehr. Du hast doch jetzt mich. Ich erfülle dir all deine Wünsche. Hast du ein Schwert? Ein mächtiges Schwert? Stoß es tief in meine Buchse, damit ich es fester und schärfer machen kann. Nora kann Waffen und Ausrüstung verbessern und neue Gegenstände von Bauplänen anfertigen. Füttere dazu den Fabrikator mit den Materialien, die du in der Umgebung findest. Ja, natürlich. Du kannst in mich reinstecken, was immer du willst, Großer. Schwede, führe deine Axt ein. Bei mir wirst du es gut haben. Das ist doch pervers. Tiefer? Nochmal? Oh ja, Schatz. Mehr, mehr. Ja. Ich kann nicht mehr. Das ist so geil, Alter. Was ist denn hier los, ey? Oh, die haben sich ja einen geilen Scheiß einfallen lassen. Das ist ja der Wahnsinn. Oh Mann. Aber ich kann noch viel mehr. Ein schnelles Stößchen mit deiner Axt ist nur ein Vorgeschmack, mein schöner Hengst. Hat es dir gefallen, mein Großer? Ja, toll. Nimm diese mächtige Waffe, um die Schädel deiner Feinde zu spalten. Und bring mir Geschenke, damit wir heiß und schmutzig zur Sache gehen können. Warum sollte ich dir Geschenke bringen? Mädchen mögen es, verwöhnt zu werden. Der Fabrikator braucht Ressourcen, um sie aufzuspalten und Gegenstände zu produzieren. Zu unserem Glück ist er nicht sehr wählerisch, aber für einige verbesserte Modelle brauchst du womöglich besondere Komponenten. Ich vermute, in der Anlage wimmelt es von Schrott. So ist es, Genosse Major. Dann halte ich die Augen auf. Ich kann es kaum erwarten, dass deine starken Hände sich über meine Schnittstelle hermachen. So, das reicht. Wir sind hier fertig. Gehen wir. Oh, endlich mal. Ich will auch mal was sagen. Alter, sie die ganze Zeit, ja? Mit ihrem absolut zweiteiligen Talk. Und dann aber im anderen Zug Charles, der das Ganze in logische Begriffe umwandelt. Oh, bitte hör auf zu reden, wirklich. Ein starker Hieb nach unten, der einige Zeit lang vorbereitet werden muss. Wait. Achso.
Wow. Okay. Polymerverbesserung für Charles. Ach so. Aha. Schock elektrifiziert Gegner. Erfrierung. Alter, was hier alles möglich ist. Speichere Daten. Alter, der Roboter ist völlig durch. Sie ist völlig durch. Meine Güte, ist das ein völlig bekloppter Abfuck hier. Aber es ist lustig. Das muss man schon sagen. Also, das ist schon irgendwie, ist schon sehr drüber. Schon sehr drüber hier. Komme ich ja nicht irgendwie raus? Es gibt hier keinen sichtlichen Ausgang. Nee, hier nicht. Ich glaube, ich muss hier irgendwo raus wahrscheinlich. Ja, was ist denn hier? Oh ja. Oh, ja. Blut. Ah, ne. Was ist denn mit den schwarzen Bubas los, Nikolai? Die normalen WoW A6 befolgen Befehl und sind immer höflich. Aber die Schwarzen stolzieren herum, als würde ihnen der Laden gehören. Sie ignorieren einfach jeden Befehl. Gestern hat mich einer von ihnen angerempelt und sich nicht einmal entschuldigt. Reagieren sie nur auf Leute mit hoher Sozialwertung oder so? Bitte melde dich so schnell wie möglich. Mir macht das langsam Angst. Da kommen wir wieder mit dem Thema zur, Okay, what the fuck? Ja, so. Wow. Okay. I think it's the bomb. Ah, Luti, Luti. Okay, ich merke gerade. Wir können für die Schrotflinte vielleicht auch mal gucken, was wir verbessern können. Lagerdemontage. Wow. Okay. So, was können wir denn verbessern? Kartuschenwaffe? Kartuschenmodul. Durch die Installation eines Kartuschenmoduls kann die Kugel mit einer dünnen Schicht eines speziellen chemischen Polymers überzogen werden, während sie durch den Lauf bewegt wird. Dieser Schicht verleiht ihr zusätzliche Eigenschaften, wenn sie einen Gegner berührt. Warte mal, was kostet denn das? Wo steht denn das eigentlich? 13, ja, okay. Easy. Was haben wir da? Ansehen. Achso. Metallteile. Ah, synthetisches Material. Biomaterialien. Supraleiter. Ist das eine Supra? Entschuldigung. Da kam kurz der Meme durch mich durch. Oh, Gegner-Spoiler hier, oder was? Ganz toll. Will ich doch gar nicht wissen hier. Zielverrichtung, mechanische Zielverrichtung. Kann ich nicht bauen. Oh ne, ist schon. Das verbesserte Kühlsystem in Form von SPT2 Legierungsplatten. Wunderbare Mucke. Großartig. Standardgriff. Ah. Zusätzliches Gasventil. Eine Kerbe im Kolben ermöglicht die Installation eines zusätzlichen Ventils, um überschüssige Gas abzuleiten, was den Rückstoß verringert. Mündungsbremse. Die bauen wir einfach mal ein. Oh ja, da wird es dann schon teuer. Ja, wir sparen mal ein bisschen. So, das reicht jetzt erstmal hier, würde ich sagen.
Na toll, die beschissenen Aufzüge funktionieren nicht. Und jetzt? Soll ich da etwa runterspringen? Sie haben keinen Strom. Wenn du sie wieder an den Strom anschließt, laufen sie wieder. Dann muss ich also den Schutzschalter finden. Aber wo, bitteschön? Ich könnte ja den Leitungen folgen, aber natürlich liegen die alle unter Putz. Mit dem Scanner lassen sich elektrische Felder aufspüren. Ach, der Nebenraum ist abgeschlossen. Ach, das ist ja mal wieder typisch. Fingerschnipsen wird hier nicht reichen. Ich brauche einen Schlüssel. Und lass mich raten, dieses Schloss kannst du wohl nicht öffnen, Charles. Leider nicht. Aber ich kann einen Wegpunkt setzen, mit dem du den Schlüssel finden kannst. Er müsste sich in einem der Arbeitsräume in der Nähe befinden. Endlich arbeiten wir mal Hand in Hand. Ihr seid schon nichts. Der war schon gut, ne? Der war halt schon leider gut. Ich hab's letztens im Minecraft-Let's Play erzählt. Ich finde solche Witze halt leider lustig, ne? Ich kann da halt nichts machen. Ah, aber wir kommen nach oben. Gedanke, Mathematik, Wissenschaft, Polymere. Das Thema mit dem Gedanke. Oh, verzeiht mir, ich bin leider voll im Gain-Modus gerade. Nicht im Gang-Modus, im Gain-Modus. Klingt ähnlich, ist es aber nicht. Ja, ich! Guck mal, der meldet sich zuerst. Der kommt als erstes dran. Ah. Vorsicht! Da vorne ist eine Löwenzahnkamera. Wenn sie uns erfasst, wimmelt es hier gleich von Robotern. Keine Panik. Ich kann ja was werfen, um sie abzulenken und sie dann mit einem EMP außer Gefecht setzen. Aha. Die Anlage ist mit Überwachungskameras ausgestattet. Wenn sie den Spieler entdecken, lösen sie einen Alarm der Stufe 1 aus, wo dieses Geräusch gerade, ne? Und rufen alle Roboter in der Nähe herbei, wenn der Spieler gegen die Roboter kämpft, wird der Alarm auf Stufe 2 erhöht und Verstärkung angefordert. Erinnert mich gerade sehr an Need for Speed Most Wanted. Du kannst eine Überwachungskamera ablenken, indem du etwas in eine andere Richtung wirfst oder sie per Schock vorübergehend deaktivierst. Okay, also wenn sie mich sieht, ist scheiße. Wenn mich Roboter angreifen, beziehungsweise ich Roboter angreife, die durch dessen aktiviert wurden, wird es noch beschissener. I see. Das ist effizient. Oh. Warte mal, sieht die das? Kurzer Prozess hier. Ganz einfach. Ich höre hier schon wieder irgendwas rumstapfen. Boah, 3 Milliarden zu lootende Sachen. Erstmal hier rein. Wir looten hier mal ein bisschen schneller jetzt. Sonst hängen wir da ewig fest. Ich würde fast sagen, jedes Mal, wenn wir so einen Raum treffen, ja, stapfen wir da einmal komplett durch, gucken, was wir alles looten können und wenn wir denken, okay, wir haben alles, schauen wir nochmal ganz kurz durch und dann sehen wir, alles klar, da hat noch was übersehen oder, jo, das war's. Und ich glaube, dann kommen wir damit ein bisschen schneller ruhig, weil... Jetzt. Aua. Wow! Ich häng durch. Das,
Ah, da war das. Oh yeah, jetzt hey, geht's Charles. Auf. Charles! Wie auch immer. Wie ist Petrov eigentlich entkommen? Hier gibt es mehr Soldaten als Zivilisten. Einige Leute glauben, dass Petrov Hilfe hatte. Er ist also nicht allein. Aber du hast doch gesagt, dass seine Partner eliminiert wurden. Wen gibt es sonst noch? Diese Information liegt noch nicht vor. Es gibt nur Spekulationen, keine Fakten. Mal sehen. Kommt Zeit, kommt Rat. Wir werden es herausfinden. Genossen, man sagt, der Montag beginnt am Samstag. Doch ich möchte, dass ihr das Wochenende wirklich frei nehmt. Wie ihr wisst, erfolgt am Montag, den 13. in der gesamten Sowjetunion die nationale Polymerisation. Und unsere Geschäftsführung möchte einen Trupp von Freiwilligen für die Feierlichkeiten zusammenstellen. Jeder, der am 11. oder 12. arbeitet, erhält eine Abmahnung, keinen Bonus. Ich wünsche ein schönes Wochenende. Löblich mal ein ruhiges Wochenende einzusetzen. Leiter der Wawilow-Komplexes an den Stellvertreter. Ich möchte dich in Kenntnis setzen, dass sämtliche Programme zur Kultivierung neuer Tabakvarianten vorerst einzustellen sind. Offiziell erfolgt dies im Rahmen der Bemühungen der Regierung, das Rauchen einzudämmen. Jetzt bin ich überzeugt, dass das Spiel unrealistisch ist. Nein, alles gut. Die rauchen doch alle, hallo? Nein, inoffiziell, also, hallo? Ich weiß auch nicht. Rauchen doch immer alle. Oder nicht? In jeder Serie, in jedem Film ist völlig unrealistisch, dass Rauchen eingedämmt wird. Aber das ist ein Spiel, also von daher... Nein, okay. Inoffiziell wurde nach Stalins Tod auf höchster Ebene entschieden, die Regierung vollständig vom Rauchen und der Verwendung von Tabak abzugrenzen. Ich kann deinen Frust verstehen zum Alkohol, der weitaus ungesünder und gefährlicher als Tabak ist, weil der hergestellt wird, doch ich kann nichts dagegen tun. Interessant. Unfallbericht. Gestorben wegen Alkohol. Jetzt kommt's, pass auf. Nee. 1. Mai 1955, Leiter des Sicherheitsdienstes. Erstmal ganz kurz gucken, wann das war. Das war 54 Mai, Alter. In der Keimungswerkstatt ist es zu einem unglücklichen Unfall gekommen. Die Pflanze hat, eine Studentin namens A. Nejelova gepackt, die dort tätig war. Ah, Nejelova, das Opfer. Die dort tätig war. Die junge Frau wurde zwar gerettet, doch ihr Zustand ist extrem kritisch. Sie hat am gesamten Körper Verbrennungen und hat einen anaphylaktischen Schock erlitten. Sie ist bewusstlos. Das Opfer wurde auf die Krankenstation des Komplexes gebracht und muss ins Krankenhaus im Wawilow-Komplex gebracht werden. Alle Zeugen des Zwischenfalls haben Verschwiegenheitserklärungen unterzeichnet. Ja, so läuft das. Ne? Das ist Forschung, ist immer, ja. Stellvertretendes Wawilow-Komplex ist an den Leiter des Pestizidlabors. Wir benötigen 4 Labormitarbeiter mit Erfahrungen im Umgang mit giftigen Pflanzen, um das Opfer... Ich stelle sie mit Schutzanzügen aus vor... das hatten wir ja, ne? Das waren dann die 4 Mitarbeiter, die dann die Sonderzulage bekommen. Also es gab mal einen Pflanzenvorfall. Ich habe so das Gefühl, vielleicht kämpfen wir gegen so eine Pflanze. Mal schauen. Was ist hier? Nicht. Stille. Keine Stille. Stille. Cool. Hier haben wir alles. Oh. Fuck you. Gut, hier haben wir nichts mehr. Weiter geht's. Schade. Ah, ich sehe schon, da hinten geht's weiter. Habe ich voll mal wieder etwas übersehen hier. Oh. Du hast den Schlüssel gefunden. Jetzt kommen wir an den Schutzschalter ran. Ja, aber erst muss ich mich kurz umsehen. Ich brauche ein paar Teile, um meine Waffe zu verbessern. Mit diesem Drecksteil werde ich nicht weit kommen. Da will ich dich nicht aufhalten. Gute Entscheidung, Charles. Gute Entscheidung. Er nennt den immer mal wieder Charles. Das geht voran. Die Bindung zwischen unserem Charakter und dem Handschuh wird langsam cooler. Ja. Aber wir sind noch voll am Anfang. Also das ist hier, glaube ich, noch so ein bisschen Tutorial-Region. Hey, legen wir hier doch einen Keks hin. Ja, ja. Selbst Schlösser mögen Kekse, oder? Charles? Ja? Magst du Kekse? Hä? Was? Warum? Charles, magst du Kekse?
wie random und wie weird dieses Spiel manchmal einfach ist. Ich bin so verwirrt. Alter, was haben wir denn hier? Dies ist ein passives Sicherheitssystem mit einem Laserrelais. Sowas habe ich schon oft gesehen. Da braucht man einen Farbcode. Leider haben wir keine Codes. Du musst es mit Hilfe von Logik zu entschlüsseln versuchen. Ach, meinst du? Eigentlich wollte ich einfach hier warten, bis es sich von allein abschaltet.